Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u još jednu novu video lekciju, četvrti video klip u kome učimo po 100 nemačkih reči. Ako niste odgledali prethodna tri video klipa, linkovi za te video klipove se nalaze u opisu ispod videa. Dakle, krenuli smo od najjednostavnijih reči pa idemo ka komplikovanijim i u ovom video klipu kao i prethodnim čitavam 100 reči i objašnjavam, a negde na kraju video klipa možete naći test, tačnije čitam reči iz prethodnog klipa, dakle reči od 200 do 300, pa možete da proverite i koliko ste njih usvojili od tih reči. A sada krećemo sa novim rečima i prva za danas je bezuhen. Bezuhen znači posetiti. Möchtest du mich morgen besuchen? Da li hoćeš da me posetiš sutra možda? Znači, bezuh je poseta, bezuhen je posetiti, pravilan je glagol, ich besuche du besuchst, er besucht. Ono što moramo recimo da obratimo pažnju jeste ja posećujem tebe, njega, nju. Dakle, iza nam treba akuzativ, ako su u pitanju zamjenice, onda će biti ich besuche dich, ich besuche sie, nju, ich besuche in, njega. Zovajte, dakle, sa akuzativom, ok, bezuhen. Reč broj 301 je laka, je tako? Di familije, u svakom jeziku isti oblik reči, di familije, majne familije, moja porodica, wo lebt deine familie, gde živi tvoja porodica, ist deine familie groß, da li je tvoja porodica velika, di familije, ženskog i roda imenica. I sada ako recimo hoćemo da kažemo u porodici, u mojoj porodici, moramo da pazimo, ženski rod di prelazi u dea, dakle u pitanju je dativ, in meiner familie ili in dea familie, in meiner familie, u mojoj porodici. Arbeiten alle, svi rade, ili in meiner familie sind alle höflich, su svi ljubazni, znači in meiner familie, in meiner familie, dativ ženskog roda. Moram malo da usporim, stalno me opominjete da pričam brzo, nikako da nađem neku idealnu brzinu. Dobro, dakle, moram da priznam da sam gledala, videla sam neke YouTube klipove nekih drugih predavača i onda kad gledam nekad se prosto divim joj kako su smireni i mirni i lepo pričaju, što ja tako ne mogu, i taman odlučim, evo sljedeći klip ću da snimim smirene i onda se ubrzam, evo sad ću smirim. Riječ 302, vielleicht, možda. Ok, vielleicht, vielleicht lerne ich Deutsch morgen, možda ću učiti nemački sutra, aber ich bin mir nicht sicher, ali nisam siguran. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht komme ich morgen, možda ću doći sutra. Pazite, ako počnete rečenicu sa vielleicht, iza mora da dođe glagol, glagol je na drugom mestu. Dakle, nemojte da kažete vielleicht ich werde morgen lernen, zum Beispiel. Vielleicht ich, ne može. Vielleicht werde ich morgen lernen, možda ću sutra učiti. Znači, glagol u potvrdnoj rečenici u nemačkom uvek na drugom mestu. Vielleicht, wieder, opet ponovo, naravno, auf Wiedersehen, vidimo se opet, ili wiederhören, čujemo se. Ich komme wieder, doći ću opet ponovo wieder. Wann kommst du wieder? Kad ćeš ponovo doći? Weil, jedan veznik veoma bitan, zato što stalno nešto moramo da se pravdamo u suštini, da kažemo zašto nešto radimo. Učim nemački zato što želim to i to, ili došla sam kasno zato što sam se uspala. I sad to weil, taj veznik je malo problematičan u nemačkom iz prostog razloga što on odmah izaziva reakciju u rečenici, ta rečenica menja se redosled reči u rečenici, tačnije glagol je na kraju. Dakle, došao sam kasno jer sam propustio bus. Ich bin spät gekommen. Ich habe den Bus verpasst. To su dve normalne rečenice, kad ih povežemo. Ich bin spät gekommen, weil ich den Bus
verpasst habe. Dakle, ich habe den Bus verpasst je se pretvorila u ich den Bus verpasst habe. Imam dosta videoklipova vezanih za ovo weil i ostale veznike, tako da pogledajte, nađite nešto. Na internetu znači weil zato što. Mögen, sviđati se, ich mag dich, sviđaš mi se, ich mag dich, dich, magst du mich, da li se ja tebi sviđam, magst du mich. Ili ich mag karte spielen, ich mag spazieren gehen. Dakle, mögen je moderni glagol, nepravilan je kao i modali u prvoj i trećoj lice i nini imaju isti oblik. Ich mag und er sie es mag, du magst. A onda množina pravila kao i kod svih glagola, znači wir mögen, ihr mögt, sie mögen sa umlautom, a u jednini nema umlauta. I ono što možda niste znali u vezi s ovim glagolom jeste da ono möchten, što stalno koristite, pretpostavljam, möchtest du etwas essen, wohin möchtest du heute Abend gehen i tako dalje, to möchten je u stvari konjunktiv ovog glagola mögen. Znači ich mag, ja volim, ich möchte, ja bih voleo, ich möchte. Der Onkel, ujak stric, teča. Was macht dein Onkel, was ist dein Onkel vom Beruf, zum Beispiel, wo lebt dein Onkel und so weiter. Der Onkel. Wie viel mal, koliko puta, zum Beispiel, wie viel mal pro Tag isst du, koliko puta dnevno jedeš. Ili wie viel mal pro Woche lernst du Deutsch. Koliko puta nedeljno učiš nemački? Wie viel mal pro Woche lernst du Deutsch? Wie viel mal pro Tag isst du Obst? Koliko puta jedeš voće? So weiter. Wie viel mal? Das Handy, telefon. Das Handy, ein neues Handy. Ich habe mein Handy vergessen, zaboravila sam. Ich habe mein Handy verloren, izgubila sam. Ich habe ein neues Handy gekauft, kupila sam novi Handy, das Handy. Weniger, manje. Du musst weniger rauchen, moraš manje da pušiš. Ili du musst weniger sprechen, moraš manje da pričaš. Weniger, manje. Mehr, više. Du musst mehr lernen, moraš više da učiš, du musst mehr lernen. Das Café, kafić, ich gehe ins Café, ich treffe Marco im Café, dakle kafe je kafić i to je lako, iste je reč i tako dalje, ali ono što mi moramo da znamo da je srednjeg roda, da je das Café i plus onda moramo da znamo da ako idem u kafić, onda kažem ich gehe in das Café, znači ich gehe ins Café, a ako sam u kafiću, dativ ich bin im Café, ich bin im Café. Next, ledig, ich bin ledig, dakle single, nisam oženjen, nisam udat, oženjena, udata, oženjena, nisam oženjena. Nisam oženjen, nisam udata, dakle ich bin ledig, single, single ili ledig. Der Mann, suprug, odnosno muškarac. Muškarac, odnosno suprug, der Mann, der Mann. Die Frau, supruga, odnosno žena. Žena ili žena. Die Frau und der Mann, die Frau und der Mann. Dobro. Der Ring, prsten, der Ring, ich trage ich ringe, da li nosim prstenje? Nein, ich trage keine ringe, ne nosim prstenje, ich trage keine ringe. Ich habe früher einen Ring getragen, ranije sam nosila jedan prsten, ich habe früher einen Ring getragen, aber jetzt trage ich keinen Ring, sada ne nosim prsten. Next. Klug, pametan, ja, ich bin klug. Bist du klug? Er ist klug. Oder dumm, ich bin dumm. Ili ich habe etwas Dummes gemacht, uradio sam nešto glupo, etwas Dummes, ich habe etwas Dummes gesagt. Rekao sam nešto glupo, ich habe etwas Dummes gemacht, gesagt. Ili du siehst dumm aus, izgledaš glupo, šta radiš to? Du siehst dumm aus.
verheiratet. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Ich bin nicht ledig. Oder ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Ledig smo naučili, znači ledig, neoženjen, neudata. I verheiratet, i treća varijanta, geschieden, razveden. Bist du geschieden? Sie ist geschieden. Er ist geschieden. Geschieden, razveden. I heiraten je glagol. Sie heiraten nächsten Monat in Paris. Venčavaju se sljedećeg mjeseca u Parizu. Kao. Wann heiraten Sie? Kada se venčavaju? Frei. Slobodan. Ist dieser Platz frei? Da li je ovo mjesto slobodno? Ist dieser Platz frei? Bist du frei? Da li si ti slobodan? Frei. Sich ausruhen. Odmoriti se. Pazite, znači ausruhen. Glagol sa razvojnim prefiksom i plus povratni. Dakle, ich, ruhe, mich, aus. Ja se odmaram. Znači, prvo kažem ich, pa naravno glagol na drugom mjestu, ali sam ovaj drugi deo glagola. Znači, od ruhen, ich, ruhe. Pa onda sebe, mich, i na kraju prefiks as, aus. Dakle, ich, ruhe, mich, jetzt, aus. Odmaram se sada. Was machst du jetzt? Šta radiš? Ich ruhe mich jetzt aus. Odmaram se sada. Und was macht er? Ruht er sich aus? Da li se on odmara? Wichtig, važen, važan ili važno. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Imam nešto važno da kažem. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Znači, etwas Wichtiges. Nichts, nicht etwas Dummes, ne glupo. Etwas Wichtiges, nešto važno. Wer? Ko? Wer hat etwas Wichtiges zu sagen? Ko ima važno da kaže? Wer hat mir etwas Wichtiges zu sagen? Ko ima meni nešto važno da kaže? Wer wohnt hier? Ko živi ovdje? Wer lernt Deutsch? Ko uči nemački? Znači, iza upitne reči wer koristim imenicu, odnosno glagol, u trećem licu jednine. Wer isst pizza? Ko jede pizzu? Wer lernt Deutsch? Ko uči nemački? Wer wohnt hier? Ko živi ovdje? Geben? Dati. Gebe? Gibst? Gibt? Geben, gibt, geben. Znači, nepravilan. E, u, i. Ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Ja tebi dajem, ich gebe dir, du gibst mir. Ti daješ meni. Er gibt im, on daje njemu. Znači, prvo što isto moramo da pazimo kod glagola geben, jeste što ja dajem tebi, njemu, njoj. Znači, treba nam dativ. I sad ako je meni, mir, tebi, dir. To je lako. A kako je njemu? Ich im, im. A njoj? Ich r. Ja. Znači, ich gebe ihr, ja dajem njoj, mein Buch, moju knjigu. Ihr und ihm. Znači, naučite te zamjenicu dativu. Gebe. Nehme. Ich nehme. Ein Bier. Was nimmst du? Und was nimmt er? Šta će on? Šta ćeš ti? Znači, nehme, nimmst, nimmt. Kao gebe, gibst, gibt. Opet EUI. Vas nimzu, šta ćeš da uzmeš? Obično u kafiću, u restoranu možete koristiti taj nemen, kao ja ću da uzem da jedem ili da pijem. Nemen. Prošlo, genomen u perfektu. Ich habe eine Tasse Kaffee genomen. Odustati. Aufgeben. Aufgeben. Deutsch ist so schwer, aber ich darf nicht aufgeben. Ne smijem da odustanem. Ich darf nicht aufgeben. Ili ich gebe auf. Odustajem. Ich gebe auf. Opet imamo taj geben od malo pre. Du gibst auf. Ti odustaješ. Er gibt auf. On odustaje. Aufgeben. Genug. Dovoljno. Das ist genug. To je dovoljno. Das ist genug. Ale su svi. Alles. Sve, ich habe alles gemacht, ich habe alles gegessen, ich habe alles, šta sam uradio, ich habe alles erledigt, sve sam obavio, erledigen. Znači, alles, pazite, nemojte pogrešiti ko ja ovdje, alles je sve, a alle su svi. Nichts, ništa, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts erledigt, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken.
Nichts, ništa. Das Land, zemlja. Ausland, inostranstvo. Ali ja kao hoću da kažem živim na selu, a da ne kažem u kom selu, Dorf, nego kaže ich lebe auf dem Land. Ich lebe nicht in der Stadt, sondern ich lebe auf dem Land. Auf dem Land. Znači, u tom smislu kažem živim na selu, u prirodi, ne u gradu, a das Land je i zemlja. Sehen, videti. Ich sehe, du siehst, er sieht, nepravilan. Was siehst du? Šta vidiš? Siehst du mich? Vidiš li mene? Znači to što vidim, akuzativ. Ich sehe dich, ich sehe ihn, vidim njega. Ich sehe sie, vidim nju. Ili vidim vas, persiranje. Ich sehe sie. Sie. Der Baum, drvo, die Bäume, drveće. Es gibt viele Bäume in diesem Park. Ima puno drveća u ovom parku. Der Baum, ima jedno drvo. I ima viele Bäume, puno drveća. Der Wald je šuma. Es gibt viele Bäume im Wald. Ima puno drveća u šumi. Ich gehe im Wald spazieren. Idem da šetam po šumi. Ich gehe im Wald spazieren. Der Wald. Di tomate, mislim da ne treba mnogo da se objašnjava, ali tako. Paradajz, dobro. Das Ei, die Eier. Ein Ei oder zwei Eier. Jaja, jaja. Eier, jaja. Das Ei. Wütend oder böse oder sauer. Neki način da kažemo što si ljut. Warum bist du wütend? Što si besan. Wütend, što si besan. Die Wand je zid. Das ist die Wand, eine Wand, znači ženskog roda, i kada nešto stavljamo na zid, znači ich hänge die Uhr, kačim sat, an die Wand, na zid, an die Wand, a das Bild hängt an der Wand, a slika visi na zidu, an der Wand, znači muški, ženskog roda, i onda nam je u dativu an der Wand, a akuzativu an die Wand. Das Bild je slika. To smo sad rekli, das Bild hängt an der Wand. Slika visi na zidu. Die Bilder slike. Singen, pevati. Singen, ich singe, du singst, er singt, pravilan glagol. Singen, prošlo vreme, er hat gestern Abend gesungen. Pevao je, gesungen. Das Fahrrad, bicikli. Ich fahre, mein Fahrrad, ich fahre jeden Tag, mein Fahrrad. Svaki dan vozim bicikli. Ich fahre jeden Tag, mein Fahrrad, Fahrrad. Fahrrad fahren, voziti bicikl. Bringen, dovesti, doneti. Kannst du mir eine Tasse Kaffee bringen? Kannst du mir ein Messer bringen? Možda mi doneseš nož? Šta baš nož? Ajde, dobro. Bringen, ich habe etwas gebracht. Sve sam doneo. Bringen, gebracht. Die Eltern, roditelji. Ich mag meine Eltern. Und ich vermisse meine Eltern. Volim moje roditelje i nedostaju mi. Ich mag meine Eltern und ich vermisse meine Eltern. Beibringen, podučavati. Er bringt Deutsch bei. Znači, podučava nekoga. Kao unterrichten. Unterrichten, predavati nešto. Ili beibringen. Beibringen. Leihen, pozajmiti. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir dein Fahrrad leihen? Možete mi pozajmiš bicikli, Fahrrad, možete mi pozajmiš novac, Geld. Kannst du mir dein Buch leihen? Knjigu leihen. Ich habe dir etwas geliehen. Sve sam ti poveć pozajmio. Geliehen, trošim. Ich gebe aus, trošim. Ich gebe viel Geld aus, trošim mnogo para. Ich gebe viel Geld aus. Jeden Tag. Und ich verdiene nicht viel Geld, ne zarađujem mnogo, aber ich gebe viel aus, trošim mnogo. Verbringen, provesti. Wo verbringst du deinen Urlaub? Wo verbringst du Wochenende, gde provodiš weekend? Znači, verbringen. Halb, eine halbe Stunde, pola sata. Eine halbe Stunde. Das Essen, hrana. Ich habe das Essen vorbereitet. Pripremio sam hranu. Ich habe das Essen schon vorbereitet. Hereinkommen, ući.
Komm herein, uđi. Komm herein. Das Gebäude, zgrada, das Gebäude, im Gebäude, u zgradi. Ein altes Gebäude, stara zgrada, ein altes Gebäude. Bauen, izgraditi, sie bauen ein Gebäude, prave zgradu, bauen. Vor, ispred, ich bin vor der Tür, ispred vrata sam, wo bist du, ich bin vor der Tür. Hinter, ich bin hinter dem Baum, iza drveta sam, ich bin hinter dem Baum. Dunkel, tamno, es ist dunkel draußen, sad je napolju mrak. Es ist dunkel draußen, es i dunkelheit je tamo. Znači dunkel tamno i dunkelheit tamo. Der Lärm, buka, der Lärm stört mich, buka mi smeta, ich kann nicht einschlafen, ne mogu da se uspavam, wegen des Lärms, zbog buke. Der Lärm, buka, der Lärm. Laut, glasan, odnosno bučan. Warum bist du so laut? Was ist da glasan? Laut. Der Hügel, es ist nicht ein Berg, es ist ein Hügel. Nije to planina, nego brdo. Hügel. Nicht ein Berg, sondern ein Hügel. Und der Berg. Der Berg, planina. Klettern, penjati se. Die Kinder sind geklettert, su se popela, geklettert. Angst haben, imati strah, biti uplašen, i habe Angst. Vor, der Dunkelheit, bojim se mraka. Znači, Angst haben, vor, ili sa predlogom vor. Der Schnee, sneg, ich mag den Schnee nicht, ne volim baš nešto sneg, ich mag den Schnee nicht. Der Winter, zima, ich mag den Winter nicht, ne volim ni zimu, ich mag den Winter nicht. Kalt, hladno, im Winter ist es kalt, zimi je hladno, im Winter ist es kalt. Und im Winter ist es nicht warm, i nije toplo, es ist nicht warm. Der Mantel, kaput, du brauchst einen neuen Mantel, treba ti jedan novi kaput, du brauchst einen neuen Mantel. Und einen Schal. I Schal. Schal. Und du brauchst eine neue Tasche. I treba ti nova torba. A ne, ovo je džep. Džemp ili tasche ili torba, sve isto. Odnosno iste reči. Die Münze ist in der Tasche. Naučit ću u džepu. Die Münze ist in der Tasche. Der Wind. Wetter. Es ist windig. Vetrovito je. Es gibt Wind. Es ist windig. Alle, svi, alle, alle sind gekommen, svi su došli, alle sind gekommen. Vorbereiten, pripremiti, već sam ga upotrebila sa reči das Essen, pa sam rekla das Essen ist vorbereitet, odnosno ich habe das Essen vorbereitet, pripremio sam jelo, ich habe das Essen vorbereitet. Die Mahlzeit, obrok, das Essen, Gericht, Mahlzeit, znači nešto što se njam njam jede. Malica. Der Tee, čaj. Ich trinke nur selten Tee. Samo redko pijem čaj. Ich trinke nur selten Tee. Höflich, ljubazan. Bist du höflich? Bist du immer höflich? Ist dein Nachbarn höflich? Da li je komšija ljubazan? Höflich. Oder nett. Eine nette Dame, eine nette Frau. Znači ljubazna gospođa. Nett. Die Zunge, jezik, ovo je od ustima, die Zunge, a die Sprache, jezik koji se govori. Eine fremde Sprache, strani jezik. Dakle, Zunge i Sprache. Kod nas jedna reč. Unhöflich, neljubazan. Unhöflich. Manche Nachbarn sind unhöflich. Neke komšije su neljubazni. Manche Nachbarn sind unhöflich. Direktno bitte. Račun molim, ich möchte Rechnung bezahlen, želim da platim račun, Rechnung bitte. Das Stück, parče, komad, das Stück Kuchen, das Stück Pizza. Süß, sladak, sie ist so süß, oder dieser Kuchen ist so süß, ovaj kolač je tako sladak. Das Bein, noga, jedna, die Beine, noge, mein Bein tut weh. Boli me noga.
Der Regen, Kiša. Ich mag den Regen nicht, ja ne volim kišu, aber es regnet. Jetzt regnet es, sada pada kiša. Es regnet. Ich bin neugierig, radoznao sam, bist du neugierig, da li si radoznao, neugierig, neugierig. Die Brücke, Most, ich fahre über die Brücke, vozim preko mosta, ich habe, ich fahre über die Brücke, über die Brücke. Der Fluss, reka, der Fluss, am Fluss, na reci, am Fluss. Der Sand, pesak, am Strand, na plaži, der Sand, pesak. Der Gras, trava, der Gras ist grün, trava je zelena, der Gras ist grün, grün, zelen. Das Gemüse, povrće, isst du oft Gemüse, da li često jedeš povrće, isst du oft Gemüse. Der Stern, zvezda, die Sterne, zvezde, deine Augen sind wie Sterne. Tvoje oči su kao zvezde. Verrückt, lud. Was sagst du? Bist du verrückt? Šta pričaš? Jesi lud? Bist du verrückt? Der Himmel, nebo. Der Himmel. Im Himmel, na nebu, gibt es Sterne, ima zvezda. Gelb, žuta boja. Ein kleines gelbes Buch, mala žuta knjiga, to mi je uvijek prva asocijacija na gelb. Ein kleines gelbes Buch. Der Rock, nikakav rock and roll, nikakva stena, nego suknja, ko bi rekao da. Rock, suknja. Der Finger, Finger, der Finger, prst und der Nagel, nokat ili ekser, der Nagel. Ok, to su bile te riječi koje smo za danas hteli da naučimo, a sada da vidimo da li ste naučili prethodni 100, sada ću vam brzo prelistati da dođemo do 200, od 200 te smo počeli u prošlom klipu, mislim da je bio Arbeit prva reč. Jeste. Die Arbeit, der Job. Wollen, verdienen. Die Bank. Es tut mir leid. Billig. Teuer. Lieben. Die Liebe. Schlafen. Schläfrig. Die Schachtel. Ins Bett gehen. Fragen. Wie alt bist du? Schicken. Die Nachricht. Das Eis. Denken. Der Freund, die Freundin. Groß. Kurz. Schön, hübsch. Süß. Die Minute. Der Montag. Das Spiel. Stark, kräftig. Schwach. Zusammen. Umarmen. Küssen. Der Frosch. Lächeln. Lachen. Weinen. Ausgehen. Treffen. Um wie viel Uhr? Das Kino. Der Film. Lang. Die Fahrkarte. Spät kommen. Spät sein. Früh. Spät. Die Kunde. Der Kunde. Die Uhr. Das Theater. Der Nachbar. Freundlich. Unfreundlich. Wie viel Uhr ist es? Die Stunde. Die Mitternacht. Auf Wiedersehen. Das Wetter. Kühl. Der Sommer. Die Person. Die Leute. Der Urlaub.
Da smea, Lizi. Die Farbe. Bunt, blau. Schwimmen. Sonnig. Die Sonne. Die Wolke. Bewölkt. Der Strand. Hier bitte. Der Fisch. Der See. Die Tasche. Der Koffer. Das Gepäck. Schwer. Schwierig. Weich. Leicht. Das Licht. Weitermachen. Tragen. Die Hose. Wunderschön. Finden. Springen. Wie? Schmutzig. Der Schuh. Das Glas. Können. Die Woche. Der Monat. Der Mond. Das Wochenende. Das Jahr. Und besuchen. Okay. Nadam se da stižete sve da naučite, prepišete, zapamtite i naravno lajkujte video ako vam se dopada i pretplatite se na kanal i vidimo se u nekom od narednih klipova. Auf Wiedersehen!